Gut, ich habe hier die Porträts von diversen Mathematikern mitgebracht, die unglaublich involviert waren in das Problem, was wir jetzt besprechen werden, das Parallelenaxiom. Die Frage, gibt es wirklich zu einer Geraden g durch einen Punkt außerhalb dieser Geraden genau eine Gerade, die parallel dazu ist? Das waren der Herr Gauss, die sich damit beschäftigt haben. Das war Pater Bolei. Das war Sohn Bolei. Und das war der Herr Lobatschewski aus Russland, Kasan. Ja, gehen wir gleich die Daten noch mit an von den Herren, damit wir ungefähr einen Überblick haben, in welcher Zeitrechnung wir uns befinden. Also, der alte Herr Bolei, Farkas Wolfgang, 1775 bis 1856. Der Herr Gauss, bekannteste von denen wahrscheinlich, 77 bis 55, 1777 bis 1855, Göttingen gewirkt. Der Herr Lobatschewski, 1792 bis 1856 und Sohn Bolei, 1802 bis 1860. So, dann probiere ich doch noch mal was. Eigentlich kann man das ja so gar nicht schreiben, nicht? Lobatschewski muss ja kyrillisch sein. Mal sehen, ob ich es noch hinkriege. Lobatschewski. I, T und noch ein I Quadkoi. Lobatschewski. Nikolai Iwanowitsch. Nach dem ist eine ganz besondere Theorie, eine ganz besondere Geometrie genannt, die sogenannte Lobatschewski-Geometrie, weil er war der Erste, der diese Theorie veröffentlicht hat. Er hat sie gewusst. Er ist fast daran kaputt gegangen und hat seinem Sohn sozusagen verboten, sich damit zu beschäftigen mit diesem Problem. Der Sohn hat es trotzdem gemacht, wusste mehr als der Vater. Kam aber ein bisschen zu spät, er hat es als Erstes veröffentlicht. Ja? Ja, der Herr Gauss hat sich nicht getraut, der große Gauss hat sich nicht getraut, diese bahnbrechenden Erkenntnisse zu veröffentlichen. Er hatte Angst, in die Klapse eingewiesen zu werden. Ja, was war das? Er war der Meinung, man müsste, und alle anderen dann auch, bis auf er wollte es immer noch beweisen, man müsste axiomatisch fordern, dass es zu einer Geraden g, Punkt p außerhalb von g, maximal eine Gerade gibt, die durch p geht und zu g parallel ist. Alle diese Herren haben zunächst versucht zu beweisen, dass dem so ist. Wir haben versucht, aus dem, was wir bisher an unseren Axiomen etwa hatten, aus dem, was wir bisher gemacht haben, hatten wir vorher die Aufzählung, was alles schon geschah, nur aus dem zu beweisen, dass das mit den Parallelen sich so verhält, dass es höchstens eine gibt. Kann man sich nicht vorstellen, noch eine, die muss doch schneiden. Ja, man muss es axiomatisch fordern und wenn man das axiomatisch fordert, dann kann man auch mal fordern, es gibt zwei Geraden oder unendlich viele Geraden durch P, die parallel zu G sind. Genau das hat dieser Herr gemacht. Ja, Gauss hätte es auch gerne gemacht, hat sich nicht getraut. Janosch Bolei auch, hat es dann getan. Ja. Und das ist dann eine sogenannte nicht-euklidische Geometrie, ihm zu Ehren Lobatschewski-Geometrie. Eine Geometrie, in der es durch einen Punkt P unendlich viele Geraden gibt zu einer Geraden G. Die schneiden sich alle in dem Punkt, sind verschieden voneinander, kann man sich nicht vorstellen, gibt's aber. Man muss es nur axiomatisch fordern. Beziehungsweise, wenn wir die Geometrie so haben wollen, wie wir sie gerne hätten, wie wir sie uns vorstellen, wie sie uns bekannt ist, dann muss man halt fordern, es gibt nur eine einzige solche Parallele. Und das sagt das euklidische Parallelenaxiom aus. Schauen wir uns das nochmal genauer an.